mein Abnehmtag Nummer 6. Unglaublich, schon fast eine Woche. Die Zeit rennt, alter Schwede. Und gestern hat mir zum ersten Mal jemand gesagt, dass ich abgenommen habe. Chaka. Darauf bin ich auf jeden Fall sehr glücklich. Aber jetzt habe ich auch was Negatives, ja. Und zwar, ich habe jetzt eine Hose angezogen, die hatte ich jetzt ewig nicht mehr an. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich sie an vor, ich weiß nicht, auf Malle irgendwann. Und vor einem Jahr hatte ich ja gefastet. Da hatte ich doch diese 4 Wochen Saftfasten gemacht und 2 Wochen Smoothie-Fasten. Und da hatte ich doch so viel abgenommen. Ne? Also da hatte ich wirklich viel abgenommen. Und die Hose, die ich jetzt anhabe, das ist eine andere, will ich euch mal zeigen. Diese Hose, die ich jetzt anhabe, guckt mal bitte, wie eng die sitzt. Ich meine, die, ihr wisst ja auch, wenn die leiern, wenn man die ein bisschen anhat, dann leiert die wieder. Aber guck mal, wie eng die ist. Und ich kann mich daran erinnern, dass diese Hose mir letztes Jahr runtergerutscht ist. Runtergerutscht, meine lieben Freunde. Runtergerutscht. Ich musste einen Gürtel tragen. Ohne Gürtel war das nicht mehr möglich. Ich konnte diese Hose nicht mehr anziehen. Und deswegen, Leute, jetzt haben wir noch die zweite Hose zum Vergleich. Ne, ich will jetzt meinen ganzen Körper noch nicht so zeigen, weil das ja noch ein Geheimnis ist. Aber hier auf jeden Fall, seht ihr, die ist noch eng. Ne? Aber ich muss sagen, ich merke auch schon was. Ich merke was am Bauch. Das sind ja immer so die ersten Stellen. So, mein Lieben, heute ist Tag 7. In der Woche mache ich jetzt schon meine Diät. Und ich fühle mich so gut, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es geht nicht immer wirklich darum, nur Gewicht zu verlieren. Es geht auch darum, wie man sich fühlt. Wenn man sich einfach leichter fühlt. Und viel vitaler. Und ich muss sowieso sagen, wenn man viel Obst und Gemüse isst, ist es nun mal so, dass man viel, viel mehr Energie hat. Das könnt ihr sehr gerne mal ausprobieren. Aber ich habe das jetzt getastet. Ich esse ja sowieso schon seit, lass mich nicht lügen, 35 Tagen ungefähr zuckerfrei. Kein Zucker seit 35 Tagen. Ne? Und meine Diät ist jetzt halt seit 6 Tagen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich aussehe. Ich muss dazu sagen, ich habe die Hose an, die ich letztes Mal auch an hatte, aber die ist ganz frisch aus der Wäscherei. Ich habe die jetzt das erste Mal an und ich glaube, heute Abend wird sie weiter sein, weil, kennt ihr das? Jeans leiern ja immer ein bisschen aus. Die ist jetzt sehr fest. Ne? Also man sieht hier, das ist so wie beim letzten Mal. Es ist nicht wirklich mehr Platz, aber die ist frisch aus der Wäsche. Das heißt, ich denke schon, dass sie weiter geworden ist. Ich gucke da später nochmal nach. Mein Bauch ist immer noch da. Ich weiß nicht, ob er weniger geworden ist. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, das ist mein Seitenprofil auf jeden Fall. Der Hintergrund ist jetzt nicht so schön, aber ist jetzt mal wurscht, ne? So, mein Seitenprofil, meine Beine. Ja, weiß ich nicht, meine Beine, ob die jetzt dünner sind. Ob ich meine Zellulite noch habe. Seht ihr was? Habe ich Zellulite? Ich sehe das von hier so schlecht. Und, hab ja auch, weiß ich nicht, man sieht man jetzt nicht so, ne? Auf jeden Fall, scheiße, ich bin auch so ein Dulli, ey, wie ich das hier mache. Auf jeden Fall, aber ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, meine Arme hier hinten. Scheiße, ich kann das nicht filmen. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass, ach, ich weiß nicht, wie ich das filmen soll. Ich glaube, ich muss jemanden suchen, der mich mal filmt. Aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, seht ihr was im Gesicht zufällig? Sehe ich schlanker aus? Mein Doppelkinn? Naja, auf jeden Fall ist es jetzt erst eine Woche, ne, Leute? Also ich will nicht zu viel erwarten, aber ich habe vom Gefühl her, fühle ich mich schmaler. Also ich merke, dass mein Bauch irgendwie schmaler wirkt. Für mich, also keine Ahnung, und meine Arme. Ich merke das an den Armen und an den Rücken hier, vom Seitenprofil. Da sehe ich das halt hier an den Armen. Kennt ihr diesen Bereich? Ihr wisst, was ich meine, oder? Also ich muss sagen, ich merke schon einen Unterschied. Und ich werde jetzt weitermachen damit. Also ich will kein Datum sagen, wie lange ich das weiterhin mache. Ja, wirklich nicht. Aber ich werde weitermachen. Und Leute, ich wiege mich nicht. Nur mal so, wenn ihr eine Zahl haben wollt, dann könnt ihr das bei mir vergessen. Ich kann euch nur später sagen, wie die Sachen sitzen, dass sie mir wieder vom Arsch runterfallen werden, so wie beim letzten Mal. Weil wiegen ist für mich zu doller Druck. Ich weiß nicht, ich mag das Gefühl nicht mit den Zahlen und so. Mir ist es auch wurscht, was da für eine Zahl drauf ist. Mir geht es nur darum, dass ich mich wohlfühle. Also wenn ihr es weiterhin verfolgen würdet, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Und es geht auf jeden Fall weiter, Leute. Einmal die Woche kommt ein Video. Ich versuche das, je nachdem, wie ich das mit dem Schneiden schaffe. Aber ich schaue mal, dass ich wirklich einmal die Woche ein Video hochlade, euch sage, wie es mir geht. Mir geht es auf jeden Fall blendend. Ich fühle mich topfit. Ich habe kaum Hunger. Ich trinke viel. Immer wieder, wenn ich denke, ich habe Hunger, trinke ich was, dann ist der Hunger weg. Wirklich, das ist krass, wie wenig Hunger man hat. Und jetzt sagen vielleicht auch manche, ey, das liegt am Wetter, du bist in Mexiko. Nein, Leute, ich habe auch schon sowas gemacht in Deutschland und hatte auch kaum Hunger, weil ich viel getrunken habe. Nur hier ist es so, dass man viel mehr trinkt, weil es wärmer ist. Aber ihr könnt auch in Deutschland viel trinken. Versucht es mal, probiert euch das anzugewöhnen, viel zu trinken. Und ich freue mich auf eure Ergebnisse. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch mitmacht. Und sagt mir auch, wie ihr euch fühlt. Ob ihr auch so frisch seid, ob ihr auch so wenig Schlaf braucht. Ich schlafe höchstens 6 Stunden am Tag und ich bin topfit, total motiviert, antriebsvoll und
Der Wahnsinn. Kann ich nur empfehlen, Leute. Obst und Gemüse, Rohkost, vegan. Ab und zu könnt ihr auch eine Ausnahme machen, euch mal ein bisschen Fleisch gönnen oder Biofleisch oder Fisch oder so. Aber ansonsten Milchprodukte lasse ich komplett weg und ne, das ist wirklich mein Tipp. Meine Ernährung seht ihr unten in der Beschreibung. Ich habe alles reingeschrieben, was ich gegessen habe. Alle Produkte. Ne? Auch wenn ihr vielleicht sagt, das ist einseitig. Es geht jetzt ums Abnehmen bei mir. Andere Leute machen das noch krasser. Die essen nur Eiweiß oder so. Das ist auch nicht gesund. Weißt du, wie ich meine? Dann lieber Obst und Gemüse essen. Und also bin ich der Meinung. Ihr müsst es nicht nachmachen, aber ihr könnt mich verfolgen, ob es klappt oder nicht.